Last Jahr gauf ich den ersten Tag von den Oppener Kirchen organisiert. Demals hatte mit Klief, Jung-Lünster, Usselding an der Stadt vier Kirchen und Kapellen hier deren abgemacht. Dies Jahr sind es damit wie 50. Worüber feiert ihr die große Resonanz zurück? Ich würde mir sagen, dass das letzte Jahr ein Test war. Ein Testbar, der gestartet wurde, um zu gucken, ob das überhaupt ein Interesse hat, ob man überhaupt nicht viel darüber gefreut für mich zu machen. Sodass das Jahr für mich das erste Jahr ist, wo Kirchen, wo Poren, Porverbände überhaupt gefreut wurden. Und dafür fand ich das Resultat, dass 50 Kirchen mitmachen, überraschend. Es ist wirklich agréabel überrascht über die große Zahl. Sind als Kirchen heute zu Dax zu, dass ihnen so ein Event muss machen? Oder kennen die Leute Kirchen an ihrem Dorf oder an ihrer Region heute nämlich genug verbanden? Es geht also heute darum, zu weisen, dass die Kirchen nicht nur ob sie, sondern dass sie kann. Ragun an das Tat auch, dass da wer das, dass du ein Patrimoine hast, in da wer das geguckt zu gehen. Und da muss ich vielleicht gleich drauf aufmerksam machen. Das Modell dafür wäre die von der, auf der Menge gehabt, die von der Nuit des Kathedrales, wo wir zu den Jahren Leute kriegen und immer nächste Leute kriegen, die an die Kathedrale kommen, die nicht an die Maske gehen, die eventuell gar nicht da wollen an die Maske kommen, die den Bau wollen, in ganz besonderer Weise erleben und das wird dann da geschieht mit mir. Alex Langini, den T.O.P. Pocht, ihr habt gerade schon gesagt, das geht um das Patrimoine. Was sind dann eher Ziele von diesem Weekend von den offenen Kirchen? Und das ist ganz klar so, dass Leute Kirche gucken gehen, aber nicht unbedingt wissen, was dran ist, ein von den Zielen von dem heutigen Tag ist, dass eben auch Informationen verteilt gehen über das, was da zu gucken ist, auch eventuell über die Bedeutung, wenn ihr den Sternen ist, für was das so ist, wie es ist, was auch vielleicht Charakteristiken sind von den einzelnen Objekten, die an den einzelnen Kirchen zu entdecken sind. Also das geht ganz weit, mehr das, wie den Herr Peporti richtig gesagt hat, ein von den Hauptanliegen für den Leuten daran abzumachen, für das Patrimoine und die Werte, die damit verbunden sind. Lo konkret geschwärt am Weekend vom 31. März am 1. Juni, wann die Leute an die 50 Kirchen und Kapellen werden ragen, was geht da geboten, was erwartet? Das ist sicher nicht ganz allgemein überall selbst. Wir haben keine Regeln aufgestellt, außer ein paar Minimalexigenzen, wie zum Beispiel, dass ich muss selbst der Bande gesehen, dass eventuell Luchten aussehen, wenn das notwendig ist, dass auch eine menschliche Präsenz da ist, dass hier statt der Markei gemacht wird, dass ich kann Informationen kriegen über das, was der Bande geboten wird. Das sind ganz allgemein Exigenzen. Was auf den einzelnen Plätzen geboten wird, ist wie gesagt ganz individuell. Das liegt schon ein bisschen im Charakter von der Kirche. Wir haben praktisch alle Perioden von der Stilgeschichte halt vertreten. Highlight als das Steward-Visit von der Kapelle zu Anzenburg. Könnt ihr euch die Kapelle kurz vorstellen, Herr Langini? Ja, muss ich vielleicht für dich sagen, dass Anzenburg am Eichstall liegt, auch noch bekannt zu Lützburg als Dall von den sieben Schlösser. Die Kapelle ist Privatbesitz von der Comtesse Susan d'Ansbourg. Die ist normalerweise nicht zugänglich. Das heißt, das ist ein Favor, den wir hier gemacht kriegen. Das ist ein Bau, den entstanden ist am späten 17. Jahrhundert. Im Moment, wo ganz viele so kleine Pilgerzentren entstehen, denkt zum Beispiel an den Anfang vom 17. Jahrhundert und der Pèlerinage auf der Glacis. So als doch hier am Ende von dem selbigen Jahrhundert. Die Kapelle, die erst dann am 18. Jahrhundert ausgebaut ging zu einem außergewöhnlichen Ensemble aus der Barockzeit, wie es am Fungehol ganz, ganz wenig hat zu Lützburg gibt. Da hat ein monumental strengen Trab, die durch den Busch rupfeiert, die über 70 Treppen hat. Dann ein fantastisch Barockfassade von 1761 mit zwei Türmen. Das ist ein außergewöhnlicher Bau und sich, den en plus noch an einem außergewöhnlichen Sitz leitet. Im Moment ist noch aus Sicherheitsgründen kein Mobilier dran, außer ein ganz remarkables Grafmonument von der Gründerin. Mit der sicheren Erlebnis für die Kapelle, ein Kirche zu sehen, auch die Platz, wo sie steht.